In diesem Vorlesungsvideo werden wir nun die Grundlagen der linearen Regression besprechen. Was ist lineare Regression überhaupt? Was können wir uns darunter vorstellen und worauf basiert sie? Das Ziel, das liegt darin, dass wir den Zusammenhang zwischen x und y noch einmal auf eine ganz andere Weise beleuchten. Wir wollen nämlich jetzt wissen, gegeben x, welcher Wert von y ist im Mittel zu erwarten? Die Denkweise, die also jetzt wieder betrachtet wird, ist eine, die wir im diskreten Bereich schon einmal kennengelernt haben, nämlich als wir über bedingte Mittelwerte gesprochen haben. Und hier haben Sie jetzt auch nochmal ein Beispiel dazu. Da sind die Merkmalsträger die Alleinlebenden in Deutschland aus dem Jahr 2011. Und da haben wir die Variable x, die beschreibt das Geschlecht, 0 für männlich, 1 für weiblich. Und y ist das Bruttomonatseinkommen in Euro. Wir wollten also wissen, was ist das Bruttomonatseinkommen bedingt aufs Geschlecht? Und wir sehen jetzt hier die bedingten Mittelwerte dafür. Also Geschlecht ist unsere ursprüngliche artmäßige, also qualitative Variable, die wir betrachten. X ist eine quantitativ diskrete Variable, die wir darüber legen. Und jetzt wollen wir eben wissen, was ist das arithmetische Mittel von y von unserem Bruttomonatseinkommen gegeben dem Geschlecht bei allen Alleinlebenden in Deutschland im Jahr 2011. Das heißt, die alleinlebenden Männer in Deutschland verdienten 2011 im Schnitt 2778 Euro brutto. Und äquivalent, die alleinlebenden Frauen in Deutschland verdienten 2011 durchschnittlich 2191 Euro brutto. Das konnten wir immer dann machen, wenn wir diskrete Variablen für x hatten. Da war dieser bedingte Mittelwert nützlich. Aber wenn wir jetzt quasi stetige Variablen oder stetige Variablen für x nutzen möchten, ist das mit den bedingten Mittelwerten nicht mehr sinnvoll möglich oder überhaupt nicht mehr möglich. Weil bei stetigen Variablen wissen Sie ja, das sind überabzählbar viele Ausprägungen, bei quasi-stetigen sehr fein abgestuft, aber immer noch sehr, sehr viele Ausprägungen. Das heißt, den bedingten Mittelwerten, das würde auch gar keinen Sinn machen. Stattdessen können wir aber auch mittlere Werte von y als Funktion von x darstellen. Und die einfachste Funktion, die Sie kennen, das ist die Gerade, also deswegen machen wir das auch gleich mit einer linearen Funktion. Wie könnte das zum Beispiel aussehen? Hier sehen Sie jetzt ein Streudiagramm für Gebrauchtwagen. Auf der x-Achse haben Sie 1000 Kilometer abgetragen und auf der y-Achse den jeweiligen Preis. Und wir sehen hier auch schon eine Gerade eingezeichnet, das ist die sogenannte Regressionsgerade. Und diese Regressionsgerade soll den im Mittel zu erwartenden Preis gegeben der Laufleistung in 1000 Kilometer gemessen angeben. Und dieser im Mittel zu erwartende Preis, den nennen wir jetzt P-Dach. Das heißt, Sie wissen, wie sich so eine einfache lineare Funktion zusammensetzt. Sie haben immer einen Intercept, einen y-Achsenabschnitt und Sie haben eine Steigung und dann jeweils noch das, was auf Ihrer x-Achse steht. Das heißt, P-Dach, der im Mittel zu erwartende Preis gegeben unserer Laufleistung in 1000 Kilometer, der setzt sich eben durch diese Gleichung zusammen. A ist also unser y-Achsenabschnitt und B ist die Steigung. Und A, da sind wir noch bei 0.000 Kilometer. Hierbei handelt es sich um den Preis eines Neuwagens. Hier müssen Sie immer aufpassen bei der Interpretation von A. Die muss nicht immer Sinn machen. Manchmal kommen da auch ganz abstruse Werte raus, die sich in keinster Weise sinnvoll interpretieren lassen für Ihr Beispiel. Hier würde das jetzt ganz gut passen. Da sind wir irgendwo über 15.000 gerade. Das könnte durchaus ja für einen kleinen Neuwagen der Preis sein. Die Steigung B, die zeigt Ihnen an, wie sich der Wert verändert. Also hier haben wir eine negative Steigung der Regressionsgrade. Das heißt, wie sich der Wert negativ verändert, inwiefern der Wert sinkt. Was wir für einen Wertverlust haben, wenn wir 1000 Kilometer mehr fahren. Was gilt also für jeden einzelnen Merkmalsträger? Das sehen wir hier. Wir sehen, yi ist immer unsere abhängige Variable, während xi die unabhängige Variable ist. Xi wird deshalb auch als Regressor bezeichnet. Und y als Regressant.
Den Wert, den Ihre Regressionsgrade an der Stelle x gleich xi zeigt, den können Sie über diese Formel hier berechnen. Yi Dach ergibt sich als y-Achsenabschnitt plus Steigung mal xi. Und dieses Yi Dach ist der für y zu erwartende Wert gegeben xi. Und die Abweichung, die dann davor liegt zwischen dem tatsächlich beobachteten Yi und dem erwarteten Wert Yi Dach, die nennt sich dann auch Residuum. Und die können Sie mit dieser Formel hier berechnen. Ei ist also Ihr Residuum an der Stelle i und das ergibt sich als Yi minus Yi Dach. Deswegen können Sie Ihr Yi auch einfach so schreiben. Yi ergibt sich als der zu erwartende Wert plus dem, was Sie an dieser Stelle für das Residuum errechnet haben. Wenn Sie jetzt wieder an unser Eingangsbeispiel zurückdenken, mit den Gebrauchtwagen und der Regressionsgrade, die den zu erwartenden Preis gegeben der Laufleistung in 1000 Kilometer angibt, dann könnte das doch zum Beispiel so aussehen. Sie haben jetzt hier oben die mit Daten gefüllte Regressionsgrade. Sie sehen also, der zu erwartende Preis P Dach ergibt sich als Ihr A, Ihren Intercept, dem Preis für einen Gebrauchtwagen, der bisher 0.000 Kilometer gelaufen ist. Das könnten wir als Preis für einen Neuwagen interpretieren. Und unser B, das haben wir hier mit 53,47. Das ist die Steigung. Da kann man sagen, mit 1000 Kilometern mehr Laufleistung sinkt der zu erwartende Preis um 53,47 €. Das ist das, was hier hintersteckt. Betrachten wir zum Beispiel das Auto 42. 86.000 Kilometer. Sie setzen also einfach in die blaue Gleichung von oben an dieser Stelle Ihren 1000 Kilometer Wert ein, den Sie beobachtet haben. Daraus erhalten Sie den vorhergesagten Wert für den Preis. 11.523,67 €. Das ist dieser hier. Hier ist Ihr XI, das sind 86. Und Ihr Y-Hat, das sind eben die 11.523,67. Der tatsächliche Wert, der aber in unserer Beobachtungsreihe hinterlegt war für unser Yi, ist dieser Wert hier oben, 19.000, die wir hier abgetragen haben. Das heißt, jetzt können wir auch noch unser Residuum berechnen. P42 minus P-Hat42, 7.476,33 €. Das ist Ihr Residuum. Sie können jetzt also hier sagen, ein Auto mit 0.000 Kilometern Laufleistung kostet erwartungsgemäß 16.122,09 €. Und mit jedem 1.000 Kilometern sinkt der Wert des Autos im Erwartungswert um 53,47 €. Und hier noch der Hinweis, Ihr Intercept. Der ist nicht immer sinnvoll interpretierbar. Hier bei den Autobeispielen, da funktioniert das, aber es gibt auch andere Beispiele, wo das nicht der Fall sein wird. Was haben Sie also in diesem Vorlesungsvideo gelernt? Sie wissen nun, dass wir mit der linearen Regression auch wieder versuchen, einen Zusammenhang zwischen x- und y-Variable zu beschreiben. Wir wollen nämlich fragen, gegeben x, welcher Wert von y ist im Mittel zu erwarten? Und da wir jetzt ein stetiges bzw. quasi stetiges x betrachten, können wir nicht mehr mit diesen bedingten Mittelwerten sinnvoll arbeiten. Deswegen nutzen wir eine lineare Funktion, eine Gerade, unsere Regressionsgrade. Und diese Regressionsgrade, die sagt uns dann immer, gegeben eines Wertes unseres Regressors, was können wir für y erwarten? Und dieses erwartete y, das nennen wir dann y-Dach. Sie haben gelernt, dass sich die Regressionsgrade dann immer zusammensetzt aus einem Intercept, Schnittpunkt mit Ihrer Y-Achse und einer Steigung, die mit dem Wert Ihrer X-Achse multipliziert wird. Und Sie haben auch gelernt, wenn Sie den tatsächlichen Wert nehmen und davon den erwarteten Wert abziehen, dann erhalten Sie das Residuum an dieser Stelle.
Zuletzt haben wir noch darüber gesprochen, dass wir dieses Yi, was wir also in unseren Beobachtungen haben, theoretisch auch umschreiben können. Wir können nämlich einfach sagen, das ist der erwartete Wert plus dem Residuum an der Stelle I.